Willkommen. Willkommen zurück auf diesem blutbefleckten Häufchen Erde. Willkommen zurück bei Let's Play Dark Crusade. Hier unser letztes Erfolg. Die Turabis Hochebene zerstört. Und das ist unser nächstes Ziel. Die Küste von Moria. Ich weiß nicht, ob ich dieses Archiv schon gezeigt habe. Egal, ich meine, wir haben die Zeit ja. Hier kämpfen wir gegen die imperiale Armee zum ersten Mal. Mit einer doch etwas größeren Ehrengarde. Erhalten werden wir den Lord Scriptor, den Epistolarius Anteas. Eine große Basis. Auf der Küste von Moria. Auf der Küste? An der Küste? Die Küste von Moria. Gut. Ach ja, ein wunderschöner Tag heute. Ich habe gerade ganz delikat zu Mittag gespeist. Ich weiß, das interessiert kein Schwein, aber der Ladebildschirm stört doch die imperiale Armee. Stört auch extrem. Landspeeder, bereit zum Kampf. Der Glaube besteht ewig. Verstanden. Zack. Wir stehen zur Verfügung. Zack. Ziel gesichtet. Tja. Ich bin verwirrt. Solange die Feinde des Imperators atmen können. Irgendwie muss ich da noch schnell die Mausempfindlichkeit etwas herunterscrollen. Komisch, jedes Mal, wenn ich spiele, ist da irgendetwas versteckt. Jawohl, eure Herrlichkeit. Was steckt dahinter? Organisierte Kriminalität? Man weiß es nicht. Hier, mit unserem wunderschönen neuen Teleporter-Päckchen. Das gefällt mir. Werde ich zwar nicht wirklich oft einsetzen. Einmal, glaube ich, habe ich das letzte Mal, als ich die Space Wolves gespielt habe, ich einmal diesen Teleporter eingesetzt in einer Mission. Mal sehen. Ich habe auch noch, wie wenn ich mich an mein erstes Let's Play erinnere, Dawn of War. Ich habe auch noch nie einen lieben Rust-Panzer fliegen gesehen. So kann es sein. Das ist so. Tja, ich möchte nicht wieder vom Let's Play-Effekt anfangen. Kontrollpunkt identifiziert euch vor dem Alien, den Mutanten, den Ketzer. Nun gut. Machen wir ein strategisches Analytikum. Wir haben hier einen Aufgang. Hier hätte ich bis jetzt keinen gesehen. Nein, nein. Aber wir haben ein Schlagvorkommen. Ein Schlagvorkommen. Feind gesichtet. Werde getroffen. Das ist die Chimäre. Der Höllenhund natürlich. Ein Sentinel. Ihr kennt diese Panzer ja eh alle, wenn ihr mein vorheriges Let's Play gesehen habt. Wer an meiner Seite kämpft, soll mein Bruder sein. Landspeeder bereit zum Kampf. Ziel gesichert. Wie ihr wollt. Irgendwie stockt es heute. Ich komme nicht ganz in den Spielfluss hinein. Dieser Tag wird ein glorreicher Tag für das Imperium. Wird die Orgrins, die Dämonen, den Imperialen Armee. Landspeeder bereit zum Kampf. Repiatist Finger. Unterstütze your friend. Ist da gerade was gelandet? Was wünscht ihr? Toll. Solange die Feinde des Imperators atmen, ja, kann es keinen Frieden. Wie kann ich euch helfen? Schon ein Segen, wenn man eine Ehrengarde besitzt, die man einsetzen kann, um die Basis zu verteidigen. Das ist Einsatz. Ich weiß, ich bin heute etwas übereifrig. Weiß selbst nicht genau warum. Zu viel Zucker gehabt. Honig zum Frühstück. Ja. Gut, okay. Dann haben wir wieder eine kurze Gedankenpause gehabt. Wir haben uns wieder besonnen. Und denken ernsthaft über die wichtigen Dinge des Lebens nach. Genau. Tja, ja. Vielleicht überlege ich mal etwas. Ich bin gerade stark im Überlegen, die ganze Zeit bereits. Welche neue Einheit die Imperiale Armee hat. Jedes Volk hat die neue Einheiten bekommen in diesem Teil. Zum Beispiel
Für die Space Marines haben die Grey Knights bekommen. Und ich überlege echt, welche Einheit die Space Marines die Imperial Armee erhalten hat. Ich denke nach und denke nach. Bauroutine 721 eingeleitet. Ich werde bestimmt darauf kommen. Wenn ich sie sehe, weiß ich es sofort. Ah, ich weiß. Wie kann ich euch helfen? Schwere Waffentrupps. Schwere Waffentrupps sind so ist ein Soldat oder zwei, eigentlich zwei Soldaten, ne? Die, wie schon gesagt, schwere Waffen führen, zum Beispiel einen stationären schweren Bolter oder eine stationäre Laserkanone oder eine stationäre Maschinenkanone. Diese Geräte müssen jedoch stationiert werden. Deshalb sage ich stationiert. Tja, was wäre das? Die neue Einheit im Parlament sind also stationäre schwere Soldaten. Im Grunde mobile Verteidigungsposten. Setze ich sehr gerne ein. Aber sonst, also als unterstützende Einheit auch natürlich geeignet. Jedoch der Aspekt, dass man stationäre Waffen stationieren muss, mache sie doch etwas unbeweglicher für normale Kampfeinsätze. Da setzt man doch wohl eher lieber auf schnelle und starke Einheiten als auf mobile Geschütztürme. Ja. Aber es erweitert das Repertoire an imperialen Waffensystemen doch erheblich. 721 eingeleitet. Da vor allem die Imperialen haben nicht wirklich viele panzerbrechende Waffen besitzen. Außer Panzer selbst. Ja, Eure Herrlichkeit. Ich bin hier, um euch zu dienen. Dann diene mir. Gut, dann haben wir mal etwas gelernt über taktische Kriegsführung der Imperialen Armee. Ja. Oh, wie ich es liebe. Ich werde gehorchen. Imperiale Armee. Ha. Ich hasse sie zum Spielen, ich hasse sie als Feinde. Genau gleich wie Tau. Ich kann mit diesen Völkern einfach nicht spielen. Bei Winter Assault habt ihr es gesehen, wie gut ich mit der Imperialen Armee bin. Nein. Nein. Tja. Wieder eine kurze Gedankenpause einlegen. Abholen. Wieder mal etwas besser spielen. Bauroutine 721 eingeleitet. Nun ja, mit drei Kontrollpunkten und einer Reliquie sollten eigentlich wirklich genügend Anforderungspunkte hereintrudeln. Ein Orgrin, ein Scheibert. Ich würde fast lieber auf Nahkampf lassen, da die Imperiale Armee ja im Nahkampf bekanntlichermaßen beschissen ist. Wie kann ich euch helfen? Denke ich, wäre es besser, Dings einzusetzen. Ein Nahkampfeinheiten. Bauroutine 721 eingeleitet. Bauroutine 721. Tja, egal. Eine windschiefe Verteidigung hat auch ihre Vorteile. Sie verwirrt den Gegner. Nun gut. Im Grunde geht es eigentlich ganz einfach dahin. Das ist eine ganz ganz leichte Mission, möchte man fast sagen. Zwischen leicht und schwer gibt es da nicht viel Unterschied. Die Karten sind immer die gleichen. Außer, dass es wirklich mal was anders ist, wirklich aktiv damit sich selbst zu sprechen. Ja. Also ich spiele jetzt auf das Let's Play in Allgemeinen. Man sieht vor allem Sachen, die man zuvor nie gesehen hat. Also ja, auch selbst übersehen hat. Wann bin ich froh, dass diese Dinge nicht mehr 400 kosten. 460 Anforderungspunkte, so wie im ersten Teil. Das war Wucher, verdammt. Gut. Falls ihr euch fragt, warum ich gerade mal wieder etwas stiller werde. Ich überlege mir gerade ernsthaft, welches Thema ich als nächstes anschneiden könnte. Das ist wirklich wichtig. Was? 300 Energie?
Normalerweise schaue ich niemals auf meine Sekundärressource. Zack. Reliquie wurde von ihrem Gegner Computer 1 eingenommen. Computer 1. Tja. Dieser Tag wird ein glorreicher Tag für das Imperium. Landspieler, erkunde die Umgebung. Das ist dein Befehl. Ich möchte, dass du den Feind ausfindig machst. Aufklärung. Feindliche Übermacht. Toll. Meines Erachtens. Was war denn das eigentlich für ein Schuss gerade? Warte. Hat er gerade Exekution eingesetzt? Er setzte Exekution ein, obwohl ich nicht einen einzigen Schuss vor mir gab. Welch faszinierende Computer-KI-Leistung. Er stellt die vollkommene Moral wieder her. Obwohl die Moral keinen einzigen Kratzer hat. Was steckt dahinter? Eure Herrlichkeit. Gut. Lobet den Imperator. Komm heim, komm heim. Komm heim. Gut, da ist der Feind. Das steht. Ja. Verteidigung steht. Wie ihr wünscht. Noch nicht ganz. Schlagvorkommen steht noch nicht. Ketzerei, ich acht aus Müßigkeit. Der Gegner muss in der Nähe sein. Ich schon der Space Marine ausgewählt. Eine Granate! Das wollte ich. Hier sehen wir den Commander-Trupp. Oh nein, nicht Psycho-Opos. Verdammte Scheiße mit meinem Mal. Psycho-Opos, ich hasse sie. Verschwinde. Lauf! Tapferer Soldat. Tja, Kasserkins. Die Elite-Soldaten leben real. Euch vor dem Alien. Gefallen mir sehr. Den Ketzer. Steht einigermaßen. Steht. Wer an meiner Seite kämpft, soll mein Bruder sein. Tja. Und in 2 Minuten habe ich diese Basis dort drüben sicherlich nicht mehr ausgeräumt. Selbst nicht mit einem orbitalen Bomber nur. Deshalb sage ich ganz elegant. Bis zur nächsten Folge von Let's Play Dark Crusade.